Falls du preiswerte Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus zurück im Bundesliga-Alltag mit mir, dem Simon von den Gamer Bros. Und dem FC Bayern München. Oh mein Gott, was ist da letzten Spieltag passiert? Dauert erstmal, um das zu begreifen. Wir sind zurück in der Bundesliga. Lewandowski mit seinem Fünferpack da auswärts in Hannover hat sich jetzt herangekämpft. Ist momentan auch super in Form, ist jetzt drittbester Torschütze, beziehungsweise zweitbester zusammen mit Perisic, wenn ich mich nicht verguckt habe, genau. Schauen wir doch mal an mögliche Nationaltrainerposten, okay. So, Jugend-Dings hier, ne, wollte ich noch machen. So, Scout-Netzwerk aufbauen. Und zwar in Deutschland mache ich das. Dann mache ich das in, hier, wo wollte ich das machen? In Österreich. Und 9 Monate. Und ihn hier wollte ich schicken. Fern in den Westen unserer Welt. Und zwar nach Brasilien. 9 Monate. Also haben wir hier erstmal richtig schöne Scouts am Start. Das gefällt mir doch. Und dann, ja, es ist... wisst ihr, mir fehlt gerade voll die Sprache. Ich gucke jetzt erstmal in den Kalender, wie es dann aussieht, wie es weitergeht. Mit dem Wahnsinn, mit unserer Mannschaft hier. Erstmal auswärts in Bremen, dann kommt lange nichts. Dann kommt auswärts Dortmund. Das wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, dann simuliere ich Bremen und spiele auswärts in Dortmund. Dann haben wir danach erstmal Pause. Ich denke mal Länderspiel, wenn ich mich nicht täusche. Also viele Partien sind es eben auch in der Bundesliga nicht mehr. Zwischendurch kommt dann eben auch noch die Champions League. Ja, ich werde wieder dieses 4-2-3-1 benutzen. Muss jetzt hier natürlich stark rotieren, das ist, denke ich mal, klar. Denn, ja, viele Spieler sind einfach völlig erschöpft von dem Spiel. Was auch verständlich ist. Heuberg hat jetzt 70, das ist cool. Ich lasse hier erstmal Thiago spielen. Heuberg nehme ich dann heute auf die Bank. Alonso nehme ich dann als Defensiven für Martinez. Ribéry kriegt seine Pause. Dafür spielt dann... Ach nee, Draxler benutze ich schon, ne? Dann kriegt er doch nicht seine Pause. Juan Bernat dann meinetwegen. Für Alaba. Und Bartstuber für Boateng und Ramos. Für Bernat, ja, wie gesagt, wenn man hier rotiert, hat man immer noch eine klasse Mannschaft auf dem Feld. Es ist schon sehr, sehr nice. Lassen wir das Ganze mal so. Ich bin mal gespannt, wie sich dann die Mannschaft hier schlägt, auswärts in Bremen. Und danach müssen wir es eben in Dortmund richten. Wir könnten da mit einem Sieg eigentlich die Meisterschaft schon so gut wie klar machen, wobei, also es wäre schon sehr fragwürdig, wenn wir die noch verspielen würden, aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und erste Minute Lewandowski mit dem 0:1 und Caldirola mit einer gelben Karte, das ging sehr schnell, also Lewandowski momentan gut in Form, muss man mal ganz klar sagen. Die 35 Minuten sind jetzt um, Thiago kriegt eine gelbe, ist aber nicht weiter schlimm, Götze kommt rein, Lewandowski macht einen Doppelpack, wird Sekunden später ausgewechselt für Selke, das heißt, läuft gerade hier richtig, richtig gut. Da können wir uns nicht beschweren. Kroos, aber nicht der Toni Kroos, der ist ja nach Real gewechselt, sondern Felix Kroos hat ein Tor gemacht. Und zwar für Bremen und ich weiß gar nicht, wie man Vornamen heißt. Keine Ahnung, Di Santo hat sich noch verletzt. Heuberg ist für Draxler reingekommen, das ist auch cool. Damit haben Heuberg und Selke, meine beiden Youngstars, beide heute Spielpraxis gesammelt, was ich sehr cool finde. Und dann simulieren wir jetzt mal die ganzen Tage weiter. Hier nämlich genau National. Mannschaft, viel Deutschland, boah, super viel Deutschland, Draxler, Bartstuber, Schweinsteiger, Götze, Lahm, Boateng und Neuer. Und dann eben, ja, auch insgesamt 3 Spanier, und zwar Javi Martinez, Daniel Carvajal und Sergio Ramos, noch Robben, Lewandowski, Alaba, da ist die halbe Mannschaft weg. Das ist aber erstmal nicht schlimm. Wir machen dann weiter. Danke, Chef. Lukas Julian Scholl bedankt sich, dass er, ja, jetzt mal spielen durfte. Der durfte gar nicht spielen, warum bedankt er sich dann, ne? Keine Ahnung. Komische Sache auf jeden Fall. So. Schauen wir doch mal. Simulieren jetzt hier eben noch die Tage weiter und dann... Schweigender Gündogan hält sich bedeckt. Ach, da will der Gündogan wechseln, okay. Ach nee, es geht direkt mit Champions League weiter, okay. Schieben sie mir hier noch die Champions League zwischen rein. Also, gegen PSG, Turnierpreisgeld, wie gesagt, 4,7 Millionen, genau, für die Champions League. Wunderbar, und dann tatsächlich wieder Champions League. Und ich denke mal, die Angst vor der Champions League sollte jetzt erstmal vorbei sein. Jetzt, wo wir hier, ja, es gegen Liverpool am Ende dann doch noch geschafft haben. Stellen wir hier erstmal wieder die Stammbesetzung auf.
Alaba hat sich auf 83 entwickelt, das ist auch eine schöne Sache. So, Boateng. Ansonsten Schweinsteiger auch wieder rein für Højbjerg. So. Lahm lasse ich mal als Rechtsverteidiger. Und dann spiele ich, glaube ich, tatsächlich mit Thiago mal auf der Doppel-6. Das Ganze dann so und ihn hier ein bisschen offensiver. Den LDM, den, ja doch, LDM ein bisschen offensiver. Und die hier machen wir zu nicht Rechtsaußenverteidiger, sondern noch normalen Rechtsverteidiger, noch an der Kante dazu. So. Er ist auch noch. Na, wie viel geht noch? Ah. Ah, voll ausschöpfen. Na, so, geht. Und die will ich auch noch ein kleines Stück offensiver haben. So. Gucken. Sieht sehr gleichmäßig aus. Ja. Gefällt mir. Anweisung. Defensive alle Freiheiten. Abwehr überlaufen. In die Mitte ziehen, vorbleiben, vorn bleiben, alle Freiheiten. Chancenverarbeitung außen bleiben, alle Freiheiten, Abwehr überlaufen, vorn bleiben. Da mache ich mal grundlegende defensive Unterstützung. Stets überlaufen, hinten bleiben. Passwege zustellen, nach vorn orientieren. Ausgewogen Passwege zustellen. Ich will ja jetzt hier nicht, ich hasse das irgendwie. Also bei Alonso könnte man es machen, aber immer einen Sechser die ganze Zeit nur hinten lassen, ist vielleicht auch nicht so cool. Kurzer Freistoß links macht dann Ribéry. Langer Robben, Elfmeter Robben, beziehungsweise machen wir Ribéry. Linke Ecke Ribéry, rechte Ecke Robben. Dann haben wir die Taktik auch eingestellt. Ach nee, da muss ich, genau, das war mir, also Pressing ist eine coole Sache, aber das war dann ein Stück zu viel. Machen wir mal Mittel, Aggressivität, meinetwegen auf 65 und verschieben. Da möchte ich dann doch lieber eine kompakte Kette haben. Hier, oder so normal. Freie Wahl und Aufbauspiel machen wir geordnet. Ja, das ist, so gefällt mir das deutlich besser. Und da würde ich sagen, gehen wir auch mal ins Spiel rein. Ich weiß gar nicht, ob wir erst ein Auswärts- oder ein Heimspiel haben. Erst ein Auswärtsspiel, das ist sogar gut. Dann können wir im Rückspiel vielleicht noch einen möglichen Rückstand aufholen. Ist in der Bundesliga immer von Vorteil, ist in der Champions League immer von Vorteil. Die haben auch ein dreckiges Trikot, ihr Champions League Trikot. Dann spielen wir doch mal in dieser Konstellation. Tor News nehmen wir die definitiv mit. Und dann würde ich sagen, Aufstellung steht, wir sehen uns. So, und da sind wir auch schon. Mal wieder in der Champions League. Im Parc des Princes in Frankreich, beziehungsweise in Paris. Beim Paris Saint-Germain. Mit Ibrahimovic ist die Frage, das möchte ich jetzt mal kurz beantwortet haben. Würde mich nochmal interessieren. Denn der bringt deutlich mehr Klasse mit aufs Feld. Ja, tatsächlich. Ibrahimovic steht in der Startaufstellung. Vorne im Sturm. Auch die haben in der Transferperiode jetzt hier nichts verändert, beziehungsweise in der Startelf ist alles gleich geblieben. Wir haben uns ja dann schon noch ein wenig verstärkt. Und ja, von den Verstärkungen steht jetzt aber gerade nur Ramos in der Startaufstellung. Muss man ganz ehrlich sagen, Bayern hat ja auch schon eine starke Mannschaft, genauso wie Paris. Und ich würde sagen, dann rein ins Spiel gegen Ibrahimovic und Co. wird definitiv nicht leicht. Oh, Schweinsteiger, jetzt hat Robben Platz. Robben, Robben! Und dann hat Thiago Silva sich dann noch reingestellt und dann kriegt sie auch noch den Freistoß. Schade, habe ihn mir hier nochmal auf den linken Fuß gelegt. War eigentlich, glaube ich, auch die richtige Variante dann. Am Ende leider nicht reingegangen. Zweite gute Chance hier. Oh, Morta frei vor dem Tor. Boah, große Chance. Große Chance, Neuer. Den hätte er, glaube ich, nicht bekommen. Sonst hätte er irgendwie so eine Spannweite wie ein Adler haben müssen. Hat er ja auch teilweise. Aber da wäre er, glaube ich, eher nicht dran gekommen. Trotzdem, vorbei ist er gegangen. Oh, jetzt ist hier links richtig viel Platz. Ribéry, guter Ball von Alaba. Ribéry, Franck Ribéry, zieht in die Mitte. Ribéry und Sirigu. Ein Auswärtstor wäre so wichtig. Aber Robben hält ihn im Spiel. Robben. Götze, das ist stark. Götze in die Mitte zu Lewandowski. Der muss doch rein. Nächste große Chance. Gib die Ecke. Oh, Vorsicht! Tor. PSG mit dem Tor. Thiago Motta hat sich irgendwie angedeutet. Der hatte schon einmal diese große Chance. Da stand ich einmal in der Abwehr ungeordnet. Und dann ging es irgendwie ganz komisch und ganz schnell. Bis hierhin war ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Defensivleistung. Die stand nämlich ganz gut eigentlich, meine Abwehrkette hier. Schade. Schade, aber ein Auswärtsgegentor ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, ich kriege zu Hause keins. Also es ist jetzt kein Genickbruch.
hier ein Gegentor zu bekommen. Schön wäre es natürlich, wenn wir selbst eins machen würden. Aber dafür war der Pass hier von Götze zu schwach. Oh, Robben mit einem Freistoß. Das war eigentlich eine Flanke. Kommt dann auf Sirigu. Aber ein Stück viel zu weit vor dem Tor gespielt. Erste Halbzeit ist jetzt gleich vorbei. Sirigu mit dem Abschlag. Boateng setzt sich hier gegen Ibrahimovic durch. Den hat er auch eigentlich bis jetzt ganz gut im Griff. Götze gegen Matuidi, das hat nicht funktioniert. Motta, Vorsicht. Ist die Seite hier offen. Na gut, ganz gut zugestellt. Motta geht jetzt hier aber durch. Und jetzt ist die linke Seite offen. Urie. Vorsicht, Urie. Ah, Alaba und Ribéry. Lässt er mir noch den Konter, das wäre geil. Ribéry. Ja, der ist nicht schlecht auf Lewandowski, aber Thiago Silva ist einfach zu schnell. Oh, PSG hat nochmal einen gefährlichen Freistoß mit Lukas. Ah, der kommt nicht ungefährlich. Puh, Ibrahimovic mit dem Kopf. Halbzeit. PSG wird, denke ich mal, ein paar mehr Torschüsse haben. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so unzufrieden. Meine Mannschaft macht das bis hierhin ganz gut. Defensiv stehen die nicht wirklich schlecht. Also im Vergleich zu meiner sonstigen Champions-League-Leistung ist das äußerst akzeptabel. Muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich versuche jetzt in der zweiten Halbzeit, mich defensiver einzustellen, damit ich nicht noch ein zweites Gegentor bekomme und mehr wieder auf Ballbesitz zu spielen, um einfach hier richtig die richtige Spielkontrolle zu kriegen, um mir dann vielleicht noch ein Tor irgendwie hier zu ergattern. Das wäre nämlich richtig gut. Ein Auswärtstor wäre sehr stark. Ansonsten 1-0 auswärts im Champions League Achtelfinale, Champions League K.O.-Phase ist jetzt nicht so schlecht. Ihr kennt's ja. Ich meine, ich bin ja sogar weitergekommen, als ich gegen Liverpool 4 zu Hause bekommen habe. Von daher ist es alles möglich. Oh, jetzt mal ein bisschen Platz hier, Ribéry. Ribéry, die Flanke ist gut. Lewandowski, Auswärtstor. Das war die Mission hier in Frankreich, in Paris. Und Lewandowski vollendet diesen schönen Ball von Franck Ribéry. Ganz wichtiges Tor, da kommt die halbe Mannschaft hingerannt. Wunderbar gespielt, wunderbar Ribéry hier. Setzt sich da einmal durch mit der Ballrolle. Götze fliegt noch daneben und Lewandowski wieder den annimmt, verarbeitet und dann abschließt. Das ist Weltklasse mit der Picke. Sirigu hat keine Chance. 1:1. Auswärtstor. Und das ist super wichtig. Oh, Vorsicht. Auf einmal PSG frei vorm Tor mit Lukas Pfosten. Neuer. Puh. Mann. Auch die haben hier Riesenchancen. Ich muss gucken, dass ich mehr über Robben spiele hier. Gegen Maxwell hat er tempotechnisch. Ist er da deutlich weiter vorne. Motta geht jetzt runter für Verratti. Na, Robben kommt da zwar mit dem Kopf hin, aber kann den Ball nicht für sich behaupten. Oh, jetzt mal Robben auf Lahm. Das ist stark. Wieder ein bisschen Platz. Lahm, ja. Thiago Silva ist ein starker Verteidiger. Lahm bleibt trotzdem dabei. Lahm kommt nicht durch. Nee. Oh, und jetzt Robben mit Tempo gegen Maxwell. Da hat er keine Chance. Arjen Robben. Robben in die Mitte. Robben flach rein. Lewandowski rutscht rein, aber kommt nicht dran. Mann, schade. 2-1. Zwei Tore auswärts wären so wichtig. Oh, Robben nochmal über die rechte Seite. Ja, Lukas ist natürlich nicht so langsam wie Maxwell. Kommt dahin, aber Chance ist immer noch da. Lahm. Ah, Lahm. Flanke kommt. Lewandowski springt da rein. Aber Maxwell ist da. Oh, Ibrahimovic. Oh, was eine Grätsche. Keine Ahnung, von wem sie war. Ah, PSG bleibt im Ballbesitz. 90. Minute ist angebrochen. Scheint sich auf ein 1-1 zu belaufen. Lukas jetzt nochmal über die rechte. Ah, Ibrahimovic kommt nochmal an den Ball. Da ist immer Vorsicht geboten. Ramos nochmal. Haben wir nochmal die Chance. Zwei Tore auswärts wäre wunderbar, aber 1-1 auswärts ist auch schon eine richtig gute Ausgangsposition. So, Ribéry. Nochmal mit Alaba. Alonso, ja, da ist nochmal Alaba. Die Flanke kommt. Lewandowski, Sirigu ist da. Sirigu ist da. Also, da kann man nichts machen. Spiel ist vorbei. 1:1 auswärts in der Champions League. Da kann ich mich nicht beschweren. Ist ein super Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Super zufrieden mit der Leistung. Und würde dann sagen, das war's erstmal für diesen Part. Und ja, super. Super. 1:1 auswärts in der Champions League bei PSG. Rückspiel ist auch direkt im nächsten Part. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut da rein.